Hey Leute und willkommen zurück zu Stellaris Star Wars Mod. Und weiter geht's. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich hier die ganzen Zivilisten ausschalten soll, weil mittlerweile sieht das doch ganz schön kacke aus. Ich meine, das ist ganz cool, wenn man hier so Living, also der Living Systems Mod ist das, für diejenigen, die es interessiert. Wenn man hier so die... Das gehört zu mir. Wenn man hier so die kleinen Schiffe und alles hier durch den Sektor fliegen hat und hast hier überall so halt zivile Schiffe rumfliegen. Das macht das Ganze so ein bisschen lebendiger. Aber gerade für den Let's Play und wenn hier überall noch die Icons rumfliegen hast, ich glaube, das mache ich mal aus, weil ja, Immersion und so, aber es nervt mich gerade ein bisschen. Wo ist das? Richtlinien und Erlasse? Da sollte... Civilian Density off. Okay. So. Das dürfte jetzt off sein. Das heißt, sind die schon weg? Ja. Okay, alles klar. So. Oh, das sieht doch gleich viel, viel cleaner aus, ein bisschen. Construction complete. Ja, Ionenkanonen Research Chain. Sehr nice. Aber wir haben noch kein... Na, leichte Ionenkanonen können wir erforschen. Das ist sehr cool. Ja, hier, 200% Schildbeschädigung. Das ist sehr gut, wenn wir Gegner haben, die wirklich schwer auf Schilde gehen. Was ist nämlich jede Fraktion ist im Spiel, ne? Ich glaube, standardmäßig haben, gerade die Standard-KI haben, glaube ich, einen größeren Fokus auf Schilde, als sie tatsächlich auf Panzerung haben oder sowas. Wie sieht's aus? Immer noch ein bisschen, okay. So, und... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt direkt schon ein paar Schiffe damit ausrüsten soll, mit Ionenkanonen, weil im Grunde genommen... Ja... Weiß nicht. Wir haben ja immer noch die Turbolaser, also relativ wenige Slots und da will ich, glaube ich, eher meine richtigen Turbolaser und so reinhaben. Chemowonne. Hatten wir schon mal, ne? Aber auch planetare Hauptstadt wäre ganz cool. Wachstumsgeschwindigkeit 10% auch nice. Aber jetzt nicht unbedingt super wichtig. Ich glaube, ich gehe, weil wir schon ein bisschen hinterher hinken. Der... Ah Gott, aber das ist auch günstig. Komm, ich mache Wachstumsgeschwindigkeit. Das bringt uns auch was. Ich wollte jetzt noch auf das andere gehen, aber ja. Weil wir da noch so ein bisschen hinterherhinken. Aber ich meine, es gibt immer irgendwelche Sektoren, wo man irgendwie hinterherhinkt. Und ja, solange man den Sektor irgendwie halbwegs klein halten kann oder solange der Sektor nicht allzu wichtig ist, ist es auch egal. Wieso haben wir auf einmal weniger Mineralieneinkommen als vorher? Ist da irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Oh, wir sind schon auf Flottenkapazität 34 von 34. Wie viel Flottenkapazität saugt ihr? 4. Und die Träger 5. Ah, alles klar. Hätte ich vielleicht doch Flottengröße machen sollen. nee, pass auf, dann brechen wir dich ab und stattdessen machen wir einen kurzen, intensiven Bauschuh. Und zwar, überall wo wir halbwegs Energie haben, bauen wir energiemäßig was hin. Hier bauen wir auch energiemäßig was hin. Kraftwerk, ja ich weiß. Dann unsere Raumstation. Flottenakademie habe ich hier schon drauf. Da, Orbit, hier war doch irgendwo, ja da. Energiecredits 3. Dann bezahlen die quasi für sich selbst, das ist ganz nice. Solarkollektor-Netzwerk. Und hier haben wir gar keinen... Ah, richtig, der wurde zerstört, ne? Dann bauen wir hier erstmal einen Raumhafen und danach haben wir auch wieder mehr Flottenkapazität, Blagedöns und dann geht das weiter, alles klar. Okay, du dort hinten. Kannst du... Spezialprojekte im System? Spezialprojekte... Das kannst du anscheinend nicht. Und hier Spezialprojekte, da hast du ein bisschen was zu tun. Und das wäre es dann. Erstmal haben wir irgendwas Neues. Hier haben wir ein System in unserem Einfluss.
Wir haben zwei Systeme in unserem Einflussbereich, zwei neue. Ja gut, wenn du mit den Spezialprojekten fertig bist, dann... Ach, hier waren die Piraten, richtig. Ach, die wollte ich auch mal aufmischen, ne? Ja, müssen wir auch noch machen. Das hier ist in unserem Einflussbereich. Das hier immer noch nicht, okay. Konstruktionsschiff. Bergbaustation und Forschungsstation. Ist hier unten noch was Neues? Nee, ne? Nope, 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 nope. Ja, die beiden, aber die muss ich noch erforschen. Du bist mittlerweile auch drin. Oder warst du schon vorher, aber ich hab nicht aufgepasst, ja. Kann man ruhig ehrlich so sagen. Ich hab nicht aufgepasst. Okay. Construction weiter geht's. Construction complete, das ist gut. Wie weit sind wir hier? Noch 1000 Punkte, das kriegen wir auch noch hin. Wundert mich, dass wir noch nicht abgefangen wurden von der gegnerischen Flotte. Ah, kommt wahrscheinlich noch früher oder später. Da werden wir schon noch was sehen. So, du baust, alles klar. Wie viel kosten eigentlich unsere Schiffsgröße 1, wirklich? Also können wir einen Jäger bauen oder eine Korvette? Da würde ich, glaube ich, eher eine Korvette bauen als einen Jäger, aber... Hey! Okidoki. Ah, hier haben wir auch noch einen Kraftwerkpunkt. Und dann würde ich ein bisschen was forschungsmäßig bauen, weil Physikforschung ist ganz okay, aber die anderen beiden sind nicht ganz so geil dabei. Forschungslabor. Research complete. Hier unten ist ja auch noch eins, meine Güte. Sehe ich gar nicht bei so viel. Bei so viel Zeug. Research ist complete. Dann bauen wir hier noch ein Forschungslabor. Hier auch noch ein Forschungslabor. Ansonsten hat jedes Feld hier schon mal ein Gebäude. Das ist gut. Upgrade. Upgrade und Forschung. Wachstumsgeschwindigkeit ist durch. Bewohnbarkeit 5% ist nice. Nahrungsleistung plus 10% ist auch cool, aber wir haben im Moment eigentlich genug. Dann nehme ich, glaube ich, dass wir den Gebirgszug wegmachen können. So, nur noch ungefähr 250. Dann sind wir da auch soweit. Ja, mittlerweile kommen wir wieder ins Plus bei den Energie-Credit. Das ist gut, das ist wunderbar. Und wie sieht's aus? 100. Und das war's, alles klar. Und da schicken wir dann jetzt auch direkt schon unsere Truppen unten rein. Und der Planet gehört uns. Wunderbar. Invasion ist vorbei, Bauvorhaben abgeschlossen, Ressourcenspeicher voll. Ah, Einflusskosten. Ja, wir könnten ja auch mal Erlasse und so. Haben wir irgendwelche Erlasse, die militärischer Natur sind gerade? Regierungsethik, na. Gesinnungswechselwahrscheinlichkeiten, na. Forschungsgeschwindigkeit, Physik, Sozial wäre ganz cool, Ingenieur auch. Flottenkapazität. Ach, die galaktische Armada, stimmt. Ja, nichts wirklich so, wo ich sagen würde, sofort, ja. Sofort, Okay, die Armeen können direkt wieder in Orbit. Denn es geht sofort weiter. Aber wollen wir hier noch schnell die... Ach komm, wir haben hier noch die Stationen, die wir platt machen können. Dann machen wir die auch gerade mal platt. Dauert ja nicht lange. So, what the fuck? Ach so. Du sollst auch hoch. So. Und das ist meine Flotte. Ja. Ein Alien-Exemplar gesammelt. Wunderbar. Das interessiert mich alles nicht. Oh, die schönen Effekte hier, die ganzen TIE Fighter, die da rumschwirren. Mit einem blauen Strahl, der ihnen aus dem Arsch schießt. Hat er nicht gesagt. Und danach... Course plotted. Sehr schön. Danach gehen wir direkt dort droben hin. Und die Transportflotte kommt mit. Research complete.
Denn ich glaube, die Hauptflotte wird... Ah, Light Iron können. Nice. Die Hauptflotte wird in ihrem Heimatsystem sein. Fortschrittliche Schilde sind cool. Sensorreichweite Planetars. Auch nicht schlecht. Da können wir ein bisschen weiter gucken. Aber ich glaube... Ich glaube, wir sind mit den Schilden ganz gut dabei. Oh, ihre Flotte ist nicht im Heimatsystem. Na okay, wir werden ja... Ah, da ist er. Wir werden ja gesagt bekommen, wo sie zuschlagen, wenn sie zuschlagen. Nein, dann machen wir Folgendes. Wir haben hier noch eine Flotte, die ganz okay aussieht. Dann machen wir Folgendes. Dann bombardieren wir natürlich erst den Heimatplaneten. Die Flotte darf dann auch hier hinkommen. Weil hier ist keine Raumstation, komischerweise. Und wir nehmen denn jetzt so ein bisschen die Flottenkapazität weg und alles und dann klappt das schon. So, wir haben übrigens wieder mehr Flottenkapazität. Das heißt, wir können auch wieder ein bisschen was bauen. Ich glaube, wir investieren in noch einen Träger, wenn er gleich hochkommt. Ja, ich denke schon. Research complete. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr Schlagkraft auf lange Distanz und sowas. So, Speicherkapazität, Energiecredits, Flottenkapazität wäre auch... ja, das wäre sehr nice tatsächlich. Produktion, Kultur, ja, Flottenkapazität. Mehr ist besser, sagte er. Okay, und hier bauen wir gerade noch Solarkollektor-Netzwerk rein. Dann... bauen wir da noch ein paar Verbesserungen und dann bauen wir hier auch noch ein paar Verbesserungen. Hervorragend, noch ein Aliens-Spezies-Dings-Gedöns. Können wir hier eigentlich noch verbessern? Ah, es fehlt die Technologie, okay. So. 3500, das ist immer gut am Runterbombardieren. Und was haben wir hier? Arbeitslosigkeit, Upgrade. Da drüben. Können wir noch irgendwas Special-mäßiges bauen? Mineralien-Silo wäre auch cool, aber was ist unsere Kapazität? 21.500. Ich glaube nicht, dass wir es so schnell erreichen werden. Forschungslabor? Oder noch mehr Mineraliengedöns? Könnten wir eigentlich machen, weil hier relativ wenig ist. Wir wollen hier auf jeden Fall eins hin machen. Bergbau-Netzwerk. Und... dann hauen wir das hier unten raus. Wunderbar. Und dann haben wir keine Credits mehr. Sehr schön. Alter, schöne Research kommt. Ah, Tech Unlock Fractal VSU Chain Something Something. Medium Turbolaser. Ja. Medium Turbolaser, sehr nice. Okay, was ist das jetzt mit dem Fractal Blub Blub? Fractured Butthole. Können wir, glaube ich, gar nicht bauen, weil wir Galaktisches Imperium sind. Alles klar. Ja, dann sind hier wahrscheinlich auch noch die Rebellenschiffe und sowas im Forschungsbau mit drin, aber wir können es nicht bauen, weil wir Imperium sind. Wer sich für die Mods oder sowas interessiert, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, da sind natürlich nicht nur Imperiumsschiffe drin. Das Ganze, was ich hier mache, kannst du auch mit Rebellen. Allianz oder sowas. Neue Republik im Rebellenallianz, wie du es auch nennen magst, kannst auch spielen. Was ich ziemlich cool finde. Also die Mods, die ich hier habe, ich mag die schon sehr. So, jemand ist gestorben. Da haben wir niemand mehr, der da researcht. Okay. Haben wir ein Genie oder irgendwie sowas? Anomalien? Meh. Militärtheorie? Alles nicht so geil. Ich glaube, ich nehme den Jüngsten. Und die Jüngste, Entschuldigung. Ja, ist okay. Aber es ist sogar noch genau dasselbe, was hier gerade... Ach schön, da kriegen wir jetzt noch einen schönen Forschungsbonus oben drauf. Sehr nice, okay. Bauvorhaben sind durch. Wir bombardieren das Ding. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir hochjagen können. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So... das wird besetzt von uns. Special Project complete. Hervorragend. Noch so ein Alien-Viech.
Will ich überall nicht hin. Ich möchte den Planeten angucken. Ja, die sind jetzt ziemlich nicht so glücklich. Obwohl, 25% geht eigentlich dafür, dass wir sie hier komplett unterdrücken. Könnte schlimmer sein. Planet ist besetzt. Ja, in der Tat. Okay, wo haben wir... auf der Karte markieren. Forschungsschiff. Wieso kannst du das nicht machen? Ach, hier hast du schon. Okay, alles klar. Dann... hier? Und da hinten. Ach du Scheiße. Wir können hier gar nicht hin, weil wir geschlossene Grenzen haben. Noch nicht. Noch nicht. Denn das wird bald in unseren Grenzen liegen. Weiß Bescheid. So, Konstruktionsschiff hat im Moment... In the Shadow of Giants. Situation log updated. What? Ja, warte. Ihr interessiert gerade nicht mal. Ach, ist das dieses Wurmloch-Mega-Mega-Ding? Point of Interest. Discover the origin of the sensor. Ja. Ja, machen wir gleich mal, oder? Schicken wir unsere Flotte da mal. Sollten wir unsere Flotte reinschicken? Ich weiß es nicht. Warte. Ich baue einen TIE Fighter. Läuft doch. Ich baue einen TIE Fighter und der kann das hier schön erforschen. Er kann da mal reinjumpen und mal gucken, was da ist. Bin sehr gespannt. Okay. 43% Warscore. Für uns diesmal. Ja. Und dann bauen wir noch ein paar... Achso. Ich wollte ja einen Träger bauen und dann baue ich hier allen möglichen anderen Kram. Ich bin so derpy. Bin echt so derpy, ey. Okay, da kommt der TIE Fighter. Der einsame TIE Fighter mit Hyperantrieb sogar. Situation log updated. Was? Star Wars Fractal Fulgur Project. Star Wars Fractal Fulgur Project Description. Hervorragend! Hervorragend! Keine Ahnung, können wir jetzt was bauen? Hier ist noch nichts drin. Nee. Okay, keine Ahnung. Fractal Fulgur Description. Hervorragend. Und so. The Ancient Prison. Warning. High Energy Signal. Ach, ist das so ein... Was? 700 Arge? Das hier war eigentlich... Das war die Discovery Origin of the... Ja, hab ich doch, oder? Reicht es nicht? Weiß es nicht. Was ist das? Star Wars Fractal Fulgur Project. 700 Tage. Boah. Das sind 2 Jahre. Erforscht den Scheiß. Keine Ahnung, was es ist, aber ich will es wissen. Keine Ahnung, was es ist. Komm, Link. Ja, und das hier? All this firepower deserves a target. All this firepower deserves a target. Tile blocker cleared. Comlink active. All this firepower. Fliegen wir einfach hier so ein bisschen rum. All this firepower deserves a target. All this firepower deserves a target. But nothing happens. Ziel angreifen. Nein. Nicht angreifen. Okay, Unterhaltskosten Armeen, Orbital Hydrokulturfarm, kann auch nice sein. Flottenkapazität. Ja. Aber dir, keine Ahnung. Auflösen. Zustimmen. Okay, wir waren jetzt da. Hat nicht wirklich was gebracht, aber hey. Bringt es weiter voran. Oder müssen wir da mit einem Forschungsschiff rein? Ich weiß es nicht. Forschungsschiff?
System erkunden. Wir können ein neues Forschungsschiff danach bauen, wenn es kaputt geht. Ist okay. Ist okay. Ah, Gott. Aber die Menschen leben an Bord dieses Schiffes. Psch. Wir sind das Galaktische Imperium, verdammt nochmal. Uns interessiert sowas nicht. Achso, können wir... Ja. Können wir hier schon angreifen? Nein, noch nicht. Okay. So, Forschungsschiff ist noch nicht ganz unterwegs, aber bald. Aber mit diesem Fractal, Ding, bin ich gerade sehr gespannt, was das ist. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge rausfinden. Denke ich mal. Und bis dahin, alles Gute, viel Glück auf eurem weiteren Lebensweg und wir sehen uns in der nächsten Folge, spätestens morgen. Bis dahin, ciao.